Hallo und herzlich willkommen zu Ultima 6. Wir müssen, wie hieß er, Boskins Familie, helfen, damit besser versorgt werden. Und da müssen wir wahrscheinlich mit irgendjemand reden. Ich bin jetzt hier im Kerker, weil ich gerade mit ihm vielleicht reden will. Vielleicht hat er ja eine Idee. Allerdings glaube ich nicht, dass sie da groß helfen können. Sie sind ja eingesperrt. Ich schätze mal, wir müssen vielleicht mit der einen Druidin reden, die wo vorhin allerdings nicht da war. Oder den Schmied, wobei ich mir das jetzt nicht wirklich vorstellen könnte. Nee, das ist wirklich alles nur dasselbe. Kann ich die Tür aufmachen? Nee. Er schläft noch. Er könnte aber bestimmt nicht helfen können. Da war ja niemand drin und der schläft auch noch. Ja, okay. Nee, ich glaube nicht, dass das geht. Mit ihm können wir kurz noch reden. Aber ich glaube auch nicht, dass er groß hilft. Schlüssel wird jetzt noch nicht zurückgegeben. Naja, gut, dann schauen wir mal, ob wir die eine tatsächlich nochmal finden. Und wie gesagt, mit dem Schmied können wir auch noch reden. Das sind jetzt die zwei letzten, die mir so einfallen, mit denen wir jetzt noch nicht geredet haben. Schauen wir mal. Erstmal schauen wir hier rein, ob da jetzt jemand da ist. So, wen haben wir denn da alles? Burger, 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 Burger. Und Andrea, mit der haben wir ja schon geredet. Da ist also niemand da. Hier jemand da? Ich frage mich, ich habe keine Ahnung, wer da sein könnte. Nö, da ist niemand da. Ist sie dann tatsächlich wieder? Steht sie dann immer an dem Zirkel rum? Ja, tatsächlich, da ist er. Ne, das sind sogar. Ah, und sie ist auch da. Ach, da hätten wir sie vielleicht finden können. So, speichern wir mal und dann reden wir mal mit ihr hier. Aber der hat auch nichts Neues. Ah, okay, doch, es gibt was Neues. Es wurde noch nicht gleich eingeblendet. Okay. Ja, das ist wohl wahr. Okay, sie kümmert sich drum. Alles klar, das hört sich doch gut an. Das hört sich doch gut an. So. Um die Familie wird sich gekümmert und der Fall wird neu aufgegriffen. Das sagen wir doch mal in Bosken. Vielleicht verrät er uns jetzt ja, wo die Rune ist. Das wäre ja nicht schlecht. Das Mantra haben wir ja auch schon. Dann müssten wir quasi nur noch die Gargoyles am Schrein beseitigen. Und dann können wir den Schrein heilen. Und ich würde ganz gerne die anderen auch noch befreien. Aber bisher hat sich da noch nicht wirklich was ergeben. Naja gut, jetzt reden wir erstmal mal mit ihm und dann schauen wir mal weiter. Immer eine Sache nach der anderen und die Rune ist jetzt wirklich, hat jetzt Vorrang. Und da können wir sagen, der Radar-Druiden wird den Fall nochmal prüfen.
Okay, das ist sehr schön. Das müsste jetzt nur drin stehen, dass wir mal mit Witten reden sollen. Genau. Na gut, dann reden wir mal mit Witten. Vielleicht kann er uns ja diese Rune geben. Vielleicht hat er sie ja noch. Witten war unten beim Feld, genau, genau. So, dann schauen wir mal. Ist er da? Ja, da vorne steht er und arbeitet. Kommt mal alle mit. Hallo, das sind unsere Gefährten. Ah, das sind sie ja. So, jetzt reden wir mal mit ihm. Okay, sehr, sehr schön. Und das ist die Frage, die ich mir schon die ganze Zeit gestellt habe. Warum mal die Rune vergraben? Ja, er soll es uns erzählen, bitte. Okay, ja, das haben wir schon gehört gehabt. Okay. Das hört sich so an. Vor allem mal, weil es wahrscheinlich die Trauer noch nicht verarbeitet hat, den Tod von dem Bürgermeister. Ja, das ist uns auch schon aufgefallen. Das hört sich doch eigentlich nicht schlecht an. Heißt das, wir müssen jetzt mit allen mal reden, damit das mal geklärt wird hier? Ja, dann werden wir mit Riona reden. Das werden wir machen. So. Genau. Erstmal Les anschauen. Witten hat mir die Rune der Gerechtigkeit gegeben. Die kommt natürlich sofort mit. Jetzt haben wir schon zwei Runen. Sehr schön. Und dann reden wir mal mit der Riona. Vielleicht können wir ja da helfen. Das wäre doch nicht schlecht. Weil was hier in Schul los ist, das ist wirklich nicht mehr besonders schön. So, wen haben wir da? Da ist sie ja. Dann reden wir mal mit ihr. Alles klar. Lenora. Ja, den könnte man auch gerne helfen. Gut, dann reden wir mal mit... zu welcher Quest gehört denn das jetzt noch? Gehört es jetzt noch? Ah, nee, das ist eine neue Quest. Lenora und der Rat der Druiden helfen. Mhm. Dann reden wir mal mit Taliesin. Der ist ja auch ein Druide. Und mit den anderen müssen wir vielleicht auch noch mal reden. Schauen wir mal. Erstmal ist er dran. Erstmal wieder hier runter.
So, in der ersten Zelle saß er ja. Dann schauen wir mal, dass wir mit ihm reden. So. Nicht ganz unschuldig. Okay, ist er deswegen vielleicht so drin, dass er ihr Unrecht getan hat und dann hat er sie irgendwann mal kritisiert und deswegen, naja. Okay, dann reden wir wohl mal mit Leo. Oder beziehungsweise haben die anderen noch was zu sagen? Wahrscheinlich aber nicht, oder? Nicht in dieser Sache. Nee, nicht wirklich. Okay, dann lass uns mal mit Leo auch nochmal reden. Ich weiß, das ist jetzt gerade ein ziemliches Hin und Her, aber das muss auch mal sein. Wahrscheinlich finden wir sie hinten am Steinzirkel. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was er dazu sagt. Da gehen wir aber noch mal ganz kurz speichern. Und dann... Sie hat ja nichts mehr. Nein, sie hat nichts mehr. Dann reden wir mal mit ihr. Die anderen kommt auch dazu. Sehr schön. Okay, das ist doch schön. Das ist doch wirklich mal sehr schön. Dann gehen wir erstmal Bosken. Okay, das hört sich gut an. Mhm. Okay. So, dann auf Talisson. Okay, er wurde wieder eingesetzt im Rat der Druiden. Das ging ja schnell, noch mitten im Gespräch. Das war sein Geschäft, wo ich die ganze Zeit gedacht habe, wem gehört denn das? Okay. So, dann Essian. Okay, er wurde in die Kaserne jetzt untergebracht. Und Strom ist der offizielle Adoptivvater. Das passt ja richtig gut. Okay, dann noch Strom. Okay. Alles klar. Sehr schön, sehr, sehr schön. Das hört sich doch echt gut an.
Was haben wir denn sonst noch Neues hier? Das dürfte abgeschlossen sein. Dinger. Sich zum Besten. Ausgeräumt. Ratatruiden. Bürgermeisterin. Ja, alles klar. Und ist... Nee, es ist noch gar nicht fertig. Okay, die Quest ist noch gar nicht fertig hier. Okay, vielleicht müssen wir noch mal mit den ganzen Leuten hier reden. Vor allem mit denen, wo jetzt frei sind. Ah, da ist er ja schon. Das ging ja schnell. Sehr schön. Sonst hat er ja nichts gehabt. Nee. Okay. Dann reden wir mit den anderen nochmal. Vielleicht mit der Familie noch? Ja, das sollten wir ja auch noch machen. So, noch mal ganz kurz mit ihr. Neuigkeiten von Papi. Alles klar, sehr schön. Eine Chance geben, mehr kann man ja nicht verlangen. Hat er noch was Neues? Ist er überhaupt da drin gerade? Nee, ich sehe ihn jetzt auch gerade nicht. Naja, okay, egal. So, wo bist du? Du bist wahrscheinlich auch zu Hause, schätze ich mal. Oh, da. Nein, du bist nicht da. Keine Ahnung, was sich dann jetzt herumtreibt, aber egal. Dann reden wir noch mit den Storm und Essien. Genau, was war mit dir jetzt? Der wollte die anderen Pranger hängen, wenn ich richtig weiß. Ja, der hängt ja freiwillig da. So, gibt's denn jetzt hier jemand Neues? Nee. Oh. Ach, da unten ist er doch. Ah, und da ist Dings. Alles klar. Und da ist noch der Junge, mit dem reden wir auch nochmal schnell. Aha. Okay, sehr, sehr schön. So, dann reden wir noch mit Boskin noch mal ganz kurz. Das Strafmaß wurde ja herabgesetzt. Und dann habe ich mit allen geredet. Dann frage ich mich... Ah, hier ist Leonora noch mal. Was macht die hier unten? Ah, habt ihr eure Versprechen halten können? Okay. Wir haben hier tatsächlich noch ziemlich viel Neues. Eigentlich haben wir das schon gehabt. Ja, das ist wieder ein bisschen verbuggt hier. Das haben wir eigentlich auch schon gehabt. Okay, das hat meist auch. Bringe die Rune zurück. Nein. Okay. Ja, das ist auch klar. Aber, hä?
Warum wird das jetzt hat? Nicht auf grün gesetzt, als erledigt. Oh, sehr seltsam. Vielleicht müssen wir tatsächlich nochmal mit Boskin deswegen reden. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Dann sagen wir vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.